Luck, listen and observe. Hip-hop the second rule, what I got to do to live. Reign supreme. Hip-hop the second rule, what I got to do to live. Rock on the block with the real hip-hop. Yo, ich bin dieser Junge und mach die Mucke für die Menschen mit Behinderungen. Ich weiß nicht, ob du das schon wusstest. Ich bin einer von denen, die ihr Handwerk verstehen. Wenn Rap eine solche wäre, müsste ich schon längst in Quarantäne. Weil ich dann vom Kopf bis Fuß verseucht wäre. Verstehst du, weil ich Hip-Hop lebe? Was wäre, wenn ich dir nie begegnet wäre? Es war 2002, ich war gerade mal 13 Jahre alt. Seitdem bin ich von Hip-Hop positiv beeinflusst. Ich beschäftige mich schon ewig mit dieser Kunstform, die man Rap nennt, und wir wissen, dass es niemals endet. Bringing you the ruckus like a mosh pit. Yo, ich war 13 und sah Eminem im Fernsehen. Ich weiß es, weil es so anfing. Als ich meine ersten Rhymes schrieb, war ich noch ein Jugendlicher aus dem Ruhrgebiet. Repiem Schule Vieter, mit trainierte Kalinden Interesse von mir vor Rap-Musik. Ich nickte immer zu dem Beat, egal wo diese Mucke lief. Auch als ich einschlief, hörte ich, wie Rap meinen Namen rief. Und von da an hab ich es verstanden. Ich muss alles aufschreiben, aber sowas können nur die echten Hip-Hop-Heads begreifen. Bringing you the ruckus like a mosh pit. Hip-hop the second rule, what I gotta do to live. Look, listen and observe. Hip-hop the second rule, what I gotta do to live. Reign supreme. Hip-hop the second rule, what I gotta do to live. Rock on the block with the real hip-hop. Hip-hop the second rule, what I gotta do to live. Bringing you the ruckus like a mosh pit.